right now. Ich bin gerade in der Mall of America. Das ist die größte Mall hier. Ich glaube, das ist die zweitgrößte Mall auf der ganzen Welt. Und wie ihr seht, da oben sind die Geschäfte. Tausende von Leveln hier. Also so da Christmas Decoration. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Forever 21 und gucke, ob ich da mal was finde, was nicht ganz so teuer ist wie die anderen Geschäfte. Und ja, und noch ein paar Weihnachtsgeschenke für meine Gastfamilie. Hallo Leute, ich bin in der Mall of America. Wir sind alle zusammen, also die Austauschschüler sind in der Mall of America. Nur wir haben uns jetzt alle so mal getrennt, damit wir shoppen können, weil die anderen Mädels sich ein neues iPhone kaufen und ich wollte nicht die ganze Zeit daneben stehen. Jetzt bin ich gerade bei Victoria, wow, Pink und Victoria's Secret. Und was ich rausgefunden habe, ist, dass man nur diesen Namen bezahlt. Also jedenfalls, wenn man sich mal ansieht, das sind hier $34. $35 sind für ein so ein T-Shirt, das ist ein bisschen zu viel. Ich werde, glaube ich, hier nichts kaufen, das ist mir einfach viel zu viel Geld. Wenn nicht, muss ich mal das machen, bevor ich wieder nach Deutschland fliege. Es ist einfach viel zu teuer und man bezahlt nur den Namen. Jedenfalls glaube ich das. Das ist meistens so bei Markenkleidung, aber es ist einfach, es geht einfach nicht so. Ja. Und hier drüben ist Victoria's Secret. Das ist ja so zusammen, deswegen. Aber naja. Okay, ich glaube. Jetzt bin ich auf dem Weg zu Forever 21. Ich war jetzt gerade schon in Pink und in Victoria's Secret. Und jetzt bin ich auf dem Weg dorthin. Die Mädels, ich habe sie schon angeschrieben, aber die sind immer noch bei ihrem komischen Handy. Und es ist nicht schön, weil ich jetzt allein bin, aber ich kriege das schon hin. Ich werde es schon hinbekommen. Ich meine, wenn sie nicht kommen, dann kommen sie nicht. Ich kann mich auch selber ich werde es schon irgendwie finden und mache mir einen schönen Tag hier und nehme euch natürlich mit. Und heute musste ich nicht zur Kirche, weil ich ja hier bin, weil wir ungefähr 2 Stunden fahren mussten bis hierher und deswegen heute mal nicht. Guck ich mal, ob ich ein paar schöne Geschenke finde für meine Gastfamilie. Und ja, werde dann auch noch was essen hier, vielleicht Lunch. Muss ich mal sehen. Es ist wirklich groß hier und es ist so schön, es macht Spaß. So, ich war jetzt in Forever 21 gerade drin und bin jetzt auf der Rolltreppe und gehe jetzt mal zu Hollister und sehe, ob ich da irgendwelche Sales finde oder so, weil es einfach mega teuer ist.